Mein Name ist Georg Fertig. Ich bin sozusagen in einer Doppelrolle hier. Also ich bin der erste Vorsitzende des Vereins für Computergenealogie, was einer der, sagen wir mal, wir spielen dieselbe Sportart als wie Family Search. Es ist aber nicht dieselbe Liga, aber wir sind doch irgendwie für in Deutschland, sagen wir mal, ein Akteur, ja. Und zwar einer vom Typus, gibt eben auch Non-Profit, gemeinnützig, ja, muss sagen, für die Bürgerwissenschaft. Ja, also das ist sozusagen das eine. Aber das andere ist, ich bin tatsächlich, ich komme aus der Wissenschaft. Mein Job im Vorstand ist auch irgendwie immer die Brücke zur Geschichtswissenschaft zu bauen, ja. Deswegen geht es mir, also mein Anliegen ist auch irgendwie nicht so sehr den Genealogen zu erklären, wie man wissenschaftlich arbeitet oder sowas, sondern umgekehrt der Wissenschaft zu kommunizieren, wieso Genealogie überhaupt eine interessante Sache ist und ernst zu nehmen ist. Ja? Zu diesem Titel, die Zukunft der Vergangenheit versteht sich von selbst, ne? Dass wir auf dem Weg in die digitale Gegenwart sind, versteht sich vielleicht auch von selbst. Ja? Genealogien, ja? Wieso Plural? Das ist sozusagen ein Knackpunkt, der erstmal zu erklären ist. Ich habe hier so eine Übersichtsfolie, was ich insgesamt erzählen möchte. Also ich möchte irgendwie in dem ersten Teil erklären, wieso Computergenealogie eine Variante ist von etwas, was sehr viel breiter ist, ja, dass es ganz verschiedene Arten und Funktionen und Rollen von Genealogie gibt. Deswegen ist es sinnvoll, von Genealogien zu sprechen. Und in einem zweiten Teil möchte ich ein bisschen über die Zukunft einer bürgerwissenschaftlichen Genealogie sprechen und da über ein paar Dinge, die eine Rolle eben auch für CompGen, für den Verein für Computergenealogie spielen, was erzählen und dann auch sozusagen nach der PowerPoint dann gucken wir auf die Website ein bisschen und schauen uns dann CompGen-Daten, CompGen-Dienste, CompGen-Projekte. So, also Genealogien in Vergangenheit und Gegenwart wäre dann so der erste Abschnitt. Und warum? Naja, wie gesagt, ich verberge nicht, wer ich bin, was ich mache. Die letzten Jahre habe ich irgendwie heftigst an diesem Buch da gearbeitet, einem Sammelband. Also Leute zusammenzukriegen, die gemeinsam ein Buch machen, ist irgendwie, das ist irgendwie nicht weniger Arbeit, als das ganze Ding von Anfang bis Ende selber zu schreiben. Und das ist jetzt sozusagen im Druck. Ja, hat jetzt die Setzerin gekriegt und das wird rauskommen. Es ist in der Reihe Rural History Yearbook, Jahrbuch für die Geschichte des ländlichen Raums, in der Jahresband 2021. Aber so ist die Wissenschaft. Es geht manchmal erscheint was erst im Mai, was im Dezember hätte fertig sein sollen. Und tatsächlich ist das sozusagen dann auch der Output meiner persönlichen Beschäftigung mit Genealogie in den letzten Jahren. Was machen wir da? Es gibt Beiträge darin, und das ist Open Access, ja. Also das heißt, dass ich mache hier zwar Werbung, aber nicht für etwas, was irgendwie Geld kosten wird. Ja? Also wenn man sich das dann angucken kann, wird man sehen, es gliedert sich in drei Bereiche, Motive. Also, und da sind drei Beiträge, ja, die irgendwie sagen, ja, Genealogie wird aus drei unterschiedlichen Gründen oder wurde aus beispielhaft diesen drei Interessen. Und wenn man genauer reinschaut, dann sind da noch mehr dahinter betrieben. Ja. Wir haben einen Bereich Praktiken, da geht es um das schwierige Thema, wie wird sozusagen aus dem, was Genealogien tun, dann irgendwie eine Wissenschaft, wie versucht man Wissenschaften zu gründen? Und da gibt es auch mehrere Varianten. Ja, und dann Ressourcen, der Bereich heißt sozusagen, wieso ist das, was in der Genealogie gemacht wird, eine Ressource, also für die Wissenschaft nützlich. Ja? Und auch da drei Beine.
Und ich könnte jetzt stundenlang über, und ich werde wahrscheinlich irgendwie, bis man mich stoppt, darüber sprechen, ja, was da alles drin steckt. Ja? Also nochmal ein bisschen genauer zu diesen Motive-Beiträgen. Die drei Beiträge sind aus Spanien, aus England, und die Forscherin Finella Kamerl, die untersucht eben englische und mormonische, also amerikanische Varianten. Ja? Und Ina Leikin ist in Israel, aber arbeitet über Russland. Ja? Und es sind drei ganz verschiedene Arten, warum ja, das, was dort beschrieben wird, gemacht wird. Also die Guillén Berendero schaut sich die frühneuzeitliche spanische Genealogie an. Und das ist so in so einem Spannungsverhältnis zwischen, das ist so Yellow Press irgendwie. Es geht um Ehre und Gerüchte über Familie. Ja? Und es ist ein bisschen sehr fraglich, ob das eigentlich wissenschaftlich ist. Da sind so Leute, diese Genealogen, die haben das Ohr am Adel, die sind irgendwie ganz nah, die sind irgendwie am Hof, ja, die kennen sich aus, die wissen alles über diese Familien, ja. Und dann wird aber versucht, das sozusagen mit einer Expertise und zuverlässig zu schreiben. Ja? Finella Kamerl, Ethnologin, dann auch im, also worüber sie tatsächlich schreibt, ist dann, wie die DNA-Genealogie auch die bisherigen Gewohnheiten der Genealogie verändert und so. Ja? Die erzählt etwas eben über englische, säkulare Leute, deren Anliegen vor allem so die Geschichte sozialer Ungleichheit vor Ort ist. Ja, England ist ja so eine Klassengesellschaft, also da gibt es also man gehört irgendwie zu den Etablierten oder zu den Außenseitern vor Ort, und das ist für den Blick auf die Geschichte, wer bin ich eigentlich, nicht wer bin ich, sondern wer sind meine Leute vor Ort, wer ist meine Gruppe, ja, ist das wichtig. Das ist so das eine Interesse, und das andere ist der Umgang mit den Toten, ja, und dass man lebendige Beziehungen zu den Vorfahren haben kann, ja, im mormonischen Fall. Ja. Und der dritte Fall, also Russland ist ja super aktuell geworden, ja, in Russland sich mit der Vergangenheit zu befassen und mit der eigenen Familie und mit dem Gulag, ja, und mit dem Holodomor vielleicht auch und dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg, ja. Das sind gefährliche, heiße Themen, ja, und es gibt dort eine Kultur sozusagen oder so eine, also so eine Szene von Leuten, die das mit eher therapeutischem Interesse irgendwie ihre Familienvergangenheit angucken. So, also man sieht, das sind drei Sachen, die haben echt wenig miteinander zu tun, ja, also das sind verschiedenste Leute. Wir haben in Deutschland eine Geschichte, wo die Genealogie mit dem Nationalsozialismus viel zu tun hatte. Und da gibt es zwei Varianten von, dass man das sozusagen, einerseits ist das sozusagen biologielastig, andererseits ist das so archiv- und vereinslastig. Ja, es gibt aber auch Versuche, Genealogie als Wissenschaft zu etablieren, die ganz anders funktionieren, nämlich in Amerika, im Zusammenhang mit dem, was dort Folklife genannt wird. So, und dann geht es weiter. Ich muss nicht alles erzählen. Wir präsentieren uns dann auch mit CompGen-Themen und Projekten im Forumsteil, insbesondere unser Projekt Get Bus for All, worauf ich nachher noch kurz eingehen werde, und das geschichtliche Ortsverzeichnis GOV und das Vorhaben, das so im, so allmählich Schwung gewinnt, die Leipziger Time Machine und das Jubelprojekt, da haben wir nachher auch noch am Sonntag eine Sitzung mit Roland Linde dazu. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die da auch sozusagen dann zum Teil auch aus der genealogischen Szene, etwa die Crepa im Wallis, das ist, glaube ich, eine wichtige Gruppe und wichtige Institutionen dann vorstellt. Okay, also da ist eine richtige Menge an Energie reingeflossen in dieses Buch, und ich blätter jetzt aber trotzdem mal weiter. Ja? Und zwar blätter ich so ein bisschen zurück
zu dem Thema, dass als ich die Arbeit an dem Buch angefangen habe, mich vor allem selber interessiert hat. Also dieses Stichwort, warum diese dieser erste Teil auch dann in dem Buch? Ja? Warum machen die Leute das? Diese verschiedenen Interessen. Ja? Klasse, habe ich schon angesprochen, ja, so auch in England sagen, dieses sich verorten in sozialer Ungleichheit. Ja? Es gibt auch das Thema Totengedenken, es gibt auch das Thema Heimweh. Ja? Es gibt eine Studie, die zum Beispiel von Martine Segerlin so irgendwie vor 20 Jahren schon erschienen, die hat irgendwie so Postgenealogen, Angestellte der französischen Post in Paris, ja, die in ihrer Freizeit eine Genealogie machen. Also diese Heimweh-Genealogie gibt es auch. Na? Und Natur und Volk ist ein heikles Thema dann gerade. Das kommt gerade stark auf dann in Deutschland im späten 19. Jahrhundert. Naja, in diesem Umfeld gucken wir mal, also möchte ich erstmal mich selber positionieren so ein bisschen. Was ist das, wie ich da überhaupt drauf gestoßen bin? Und das ist ein Schnipselchen Material aus meiner eigenen Dissertation. Ja, also ich habe über Auswanderung im 18. Jahrhundert gearbeitet. Und das heißt, ich habe im Grunde so ungleiche Lebensverhältnisse vor Ort. Das hat mich ursprünglich interessiert. Und wie man sieht, ich glaube, alle, die hier zugucken, sehen, ja, dass das irgendwie ein Ausschnitt aus einem Ortssippenbuch ist. Ja? Also als ich promoviert habe, ja, da habe ich irgendwie ein Ortssippenbuch genommen, ich habe das fotokopiert, ich habe das in Schnipsel zerschnippelt und ich habe versucht, diese Schnipsel irgendwie zu sortieren. War sehr wenig digital. Ja? Rechner kamen so auf, also ich habe irgendwie einen Großrechner dann irgendwie, da hatte ich einen Zugang, da habe ich dann Dinge hin abgetippt und so. Aber im Grunde des Materials ist dieses hier. Ja, das Ortssippenbuch Göbrichen von Ernst Hahner. Ja, und ohne Ernst Hahner hätte ich also meine Dissertation nicht machen können. Ja, ohne Manfred Schlien hätte ich meine Habilitation nicht machen können. Ja, also da ist dann, ne, da habe ich dann, das ist die Habil, da habe ich irgendwie über Bodenmarkt und Familienbeziehungen und Lebensläufe in Westfalen in einer anderen Zeit. Also anderes Thema, viel digitaler in den Methoden. Man sieht, das ist CompGen, ja, also die Daten, diese hier, die ich da zeige, das ist halt ein Ortsfamilienbuch bei CompGen, ja? Online-OFBs. Manfred Schlien hatte mir eben diese Daten im Grunde zur Verfügung gestellt und andere haben wir selber dann digitalisiert im großen Projekt. So. Also das heißt, das ist sozusagen dieses Interesse an Genealogie, das in der Wissenschaft eben da sein kann, ja, weil es einfach bei besonders, muss ich sagen, also ich bin da jetzt ganz subjektiv, aber ich glaube, Ortsfamilienbücher sind einfach ein besonders wertvoller Output der Genealogie. Ja? So. Wie komme ich noch? Ich erzähle noch mehr über mich. Ja? Jetzt erzähle ich über eigene Familiengeschichte. Ja, und das ist ein Text, den hat mein Großvater, Heinrich Rohmeier, geschrieben über seine eigene Familiengeschichte. Das hat er 1942 etwa geschrieben. Ja, und die hatten so eine Art, und das kenne ich noch von meiner Mutter auch so ein bisschen, die das aber kritisch gesehen hat immer, aber es gab so diese Art zu reden, wenn jemand in der Familie ist ein echter Sipp. Ja, sein Vater sauer war auf ihn, Heinrich, ja, dann nannte er ihn einen Sipp. Und wenn er richtig wütend war, einen richtigen Dunker. Ja, das ist eine interessante, also anscheinend scheinen die Namen sind irgendwie mit Eigenschaften verbunden im Kopf meines Großvaters. Ja, das ist interessant, ja. Wieso sollte man glauben, dass Namen irgendwie mit Eigenschaften zu tun haben? Das ist der Sipp, ja, auf den er sich bezieht. Er war Sohn eines Tierarztes und sein Großvater war ein Hufschmied. Und daraus macht mein Großvater irgendwie so eine Theorie. Ja? Ich glaube,
eine Eigenschaft meiner Mutter und ihres Vaters, also Sibylle, von der auch bei mir noch etwas nachgeblieben ist, nämlich eine ungewöhnlich nahe und warme Beziehung zu aller Kreatur. Ja? So. Also irgendwie so ein Tierarzt und erst recht ein Hufschmied hat eben mit Kreaturen was zu tun. Und da gibt es dann so eine entsprechende Geschichte. Hat einen Garten mit Rosen, schenkt seiner Tochter ein Reh, nimmt auch noch einen Bauernjungen auf und einen aus Deutsch-Ostafrika mitgebrachten ehemaligen kleinen Sklaven. Ja, so, ja, also, das, also ob das jetzt Rose ist oder ein kleiner Junge aus Afrika, ist alles sozusagen Liebe zur Kreatur und wird irgendwie auf diesen Hufschmied-Vorfahren projiziert, der sich halt um Pferde gekümmert hat. Ja, so, das ist eigentlich, natürlich ist das Fantasie, aber das ist so dieser, sind diese Arten von Fantasie, die in meiner Herkunftsfamilie ständig irgendwie, mit denen wir immer zu tun hatten. Ja? Meine Großtante, übrigens eine tolle Frau, Grete Siebert, ganz früh schon also Ärztin in Bremen im frühen 20. Jahrhundert und leider aber auch national überzeugte Nationalsozialistin mit Bildern von Luther, Bismarck, Hitler irgendwie noch in den 70er Jahren in der Wohnung. Ja? Also, naja, also die hatte so die Art, die hatte meine Art, meine Schädel, das ist ein Foto von mir, als ich ein Jugendlicher war, ja, hat mir dann die Haare so aus dem Gesicht gewischt und da die meine Schädelform begutachtet. Und irgendwie, also dann war ich ein echter, nicht Dunker oder Sipp, sondern Romaier. Naja, okay, also das ist sozusagen so eine Perspektive auf Abstammung, die nicht selbstverständlich ist natürlich, aber mit der man natürlich, also in Deutschland auch zu kämpfen hat. Ja? So. Oder die auch irgendwann entstanden ist. So eine andere Idee ist die eben die psychotherapeutische. Es schlägt sich dann in unserem Sammelband in dem Beitrag eben von Inna Laikin wieder über Russland. Ja? Das hier ist ein Stückchen aus der Dissertation tatsächlich meiner Cousine, Kirsten Rössler, mittlerweile Professorin für Psychologie. Genau, also so ein Dialog, ja, deine Eltern, ja, oh, ich glaube, meine Mutter ist Flüchtling, du glaubst, ich weiß nicht so genau, weißt du nicht, wo deine Mutter geboren ist? Nee, echt nicht, irgendwo in Ostpreisbosnien. So. Ja, irgendwie, es gibt Menschen, die keine Ahnung haben, wo sie herkommen und das ist irgendwie ein therapeutisches Thema, ja. Oder eben Fenella Kanner, die über Mormonen gearbeitet hat, auch, aber dieses Textstück ist über diese englischen Gruppen, ja. Da ist sozusagen die Idee, ja, wir machen die Bekanntschaft der Toten, ja. Es gibt Leute, die ihre Familie ausweiten, indem sie die Bekanntschaft der Toten machen. Ja, also dass man sich um die Sterblichen, also wir sind nun mal sterblich auch. Ja? Und wie geht man damit um? Und das ist auch, ne, das ist auch wieder ein ganz anderes Motiv. Okay, also das waren so diese Motivfragen, mit denen ich eigentlich an dieses Thema rangegangen bin ursprünglich und wo dieses Buch rausgeworden ist, das ich jetzt hier bewerbe. Und das aber auch ganz viel mit CompGen natürlich im Grunde zu tun hat. Ja? Also wo steht die Genealogie heute? Ja? Und in Zukunft. Ja, es gibt zwei Dinge, ja, wie ich das, und das rede ich, das sage ich jetzt aber so ja, vorläufig und vielleicht gibt es auch aus dem Publikum andere Eindrücke. Ja, aber ich glaube, es gibt so zwei, also das eine ist, es kann so ein Produkt sein, so Merch, ja, Merchandise, also so Kram, die man sich irgendwo besorgt und kauft und wie so ein Kunde sich dazu verhält. Ja, oder es kann etwas sein, das man selber produziert, wo man mitmacht. Ja, und das ist gemeint mit Mitmachgenie. Ja, und das ist das Programm auch von CompGen. Ja, also was ist mit, also ein Produkt ist diese Idee hier. Das ist irgendwie, also es ist aus Horizont, ist so eine Website über die berichten über Öffentlichkeitsarbeit und Agenturen und wie die Kampagnen machen. Ja, und das ist, ich glaube, den Slogan haben schon viele gesehen. Ja, das war die Kampagne von Ancestry, entwickelt von einer Agentur Anomaly,
heißt die, und das ist eben für, das ist eine deutsche Agentur, die sitzt in Berlin. Das ist eine Kampagne eben für den deutschen Markt und die sagen dann, du bist deine Geschichte. Ich bin Historiker. Ja, ich weiß, dass das einfach falsch ist. Ja, du bist nicht deine Geschichte, das stimmt einfach nicht. Ja, so, also, aber irgendwie das vermittelt, ja, die Idee, dass man irgendwo sich was besorgen kann, und dafür muss man auch ein bisschen was zahlen, ja, und das sagt mir dann, du bist das und das. Ja? Und da ist man sozusagen auf der empfangenden Seite. Man ist sozusagen gegen, man wird gemacht. Ne? Und die Art, wie, jetzt mal ein Kontrast dazu, wie eben in der Universitätswelt über Verwandtschaft, Abstammung, Geschichte und so weiter geredet wird, ist eben dieses Stichwort Making Kinship. Also Verwandtschaft, Verwandtschaftsbeziehungen, Entdecken von Verwandtschaftsbeziehungen, das ist immer etwas, das machen wir aktiv. Wir sind aktiv. Wir sind nicht irgendwie determiniert davon, dass wir irgendwie eine Vergangenheit haben, sondern wir erschließen uns die Vergangenheit selber. Ja, und mit diesem Denkmuster, also so tickt sozusagen die universitäre Verwandtschaftsforschung. Ja, und also hier, das habe ich jetzt hier aus so einem Programm einer Tagung, wo ich leider nicht dabei war, ja. Wäre eine große Ehre gewesen, da eingeladen zu werden, denn David Sabian ist sozusagen, das ist einfach der Mensch, der die Verwandtschaftsforschung bestimmt. Und also ich habe irgendwie seine Sachen also intensivst gelesen und ab und zu habe ich ihn auch mal getroffen. Ja. So, okay, das ist dann das eine, was in der Wissenschaft läuft. Das andere Ding ist ein anderer wichtiger Prozess, ja, was für die Praxis der Genealogie, glaube ich, Konsequenzen haben wird, ist, dass nicht nur solche Firmen wie Ancestry natürlich digital funktionieren, ja, sondern auch die Wissenschaften in Deutschland mehr und mehr digital funktionieren. Ja, dieses Schaubild, das ist kein genealogisches Schaubild, ja, das ist kein genealogischer Baum, ja, das beschreibt, wie GND-Agenturen gedacht werden. Und naja, also solche Agenturen werden zurzeit gegründet im Zuge eines Prozesses, den man nationale Forschungsdateninfrastruktur nennt und also der gewaltig materiell gefördert wird. Also es wird eine Infrastruktur dafür aufgebaut, dass alle möglichen Wissenschaften, und das ist irgendwie Naturwissenschaft genauso wie dann eben auch Geschichtswissenschaften, ja, also dass die mehr und mehr digital funktionieren. Ja, und das heißt, dass es mehr und mehr Brücken geben wird, ja, zwischen auch dem, was außerhalb der Unis läuft, und einer digitalen universitären Forschung. Und dass es dann, ja, da wird dann vieles angeboten werden in Zukunft. Ja, von Beratung und Support über das Setzen von Standards. Also Standards setzen ist extrem wichtig in der Wissenschaft. Und dann gibt es irgendwie das Thema Datenqualität. Das ist auch ein sehr großes Thema, glaube ich. Ja, technische Dienste. So, allein Standards setzen. Ja? Also wir haben in der Genealogie, haben wir den GEDCOM-Standard. Ja? Und GEDCOM wurde von FamilySearch entwickelt. Ja? Und damit ist einfach FamilySearch die Institution, mit der man halt reden muss. Aber CompCan ist mit dabei bei der letzten sozusagen, Variante vom GEDCOM-Standard, ja, und war eben beim Entwickeln dieses Standards über Albert Emmerich, ja, eben mit dabei. So. Und das hat anscheinend ganz gut funktioniert. So. Und CompCan ist eben auch eine Institution, die dann über GEDCOM-Liste, also haben die Programmautoren miteinander beraten, über Jahre hinweg und irgendwie, ne, Standards setzen. Ja, Regeln und Standards. Und irgendwie Standards setzen bedeutet aber auch, also das reicht nicht, wenn das nur in der Hobbywelt sozusagen funktioniert, sondern es ist wichtig, dann dafür zu sorgen, dass
andere und auch eben akademische Institutionen auch diese Standards verstehen, benutzen, nicht übersehen. Und solche Standards sind eben auch, das ist eben auch das geschichtliche Ortsverzeichnis zum Beispiel für Ortsdaten. Ja, das sehen wir als einen Standard, der setzbar ist. So. Also das ist eine weitere Rahmenbedingung. Ja, was haben wir noch? Wir haben ein Problem. Nicht alles, was Genealogen so rausfinden, ist richtig. Kann auch falsch sein. Ja? Das ist ein sehr schönes Beispiel, kann man googeln. Ja, also es gibt, man findet ständig in irgendwelchen Stammbaum- oder Ahnenlisten-Daten. Und ich muss zugeben, auch bei CompGen, wir haben ja diese Selbstpublikationsplattform GetBus, wo einfach jeder seine GetCom-Dateien hochladen kann. Und wenn man da machen wir auch keine Qualitätskontrolle. Ja? Also wenn da jemand den Stammbaum seiner Kaninchen hochlädt, da können wir auch nicht beurteilen. Ja? So. Aber man sieht also, ne, Sarah Damaris aus Nazareth, ja? Tochter von Jesus Christus, ne? Hat es nicht gegeben. Ja? Die ist einfach aus irgendwie von Dan Brown, irgendwelche Romankram irgendwie. Gibt es so eine Ahnenlinie mit dem Heiligen Gral und so. Ne? Ist einfach Quatsch. Ja? So. Also nicht jede genealogische Aussage ist richtig. Und was wir brauchen, sind Datenstandards, die nicht nur sagen, wie es war, sondern die einfach sagen, den Forschungsprozess abbilden und die es ermöglichen, damit umzugehen, dass die wirkliche Welt eben nicht das ist, was in dem unbedingt was dokumentiert ist. Ja, das ist auch Rückschlüsse, dass man mit verschiedenen Algorithmen zum Beispiel zu unterschiedlichen Schlüssen kommen kann, welches Geburtsdatum mit welchem Sterbedatum zum Beispiel von einer Person, die so ähnlich heißt, zusammengehört und so. Ja, also dieses Arbeitsfeld, ja, das ist bei uns GetBus for All. Das ist also der neue Software oder der Datenmodellstandard sein. Auch das übrigens in dem Sammelband beschrieben. Jesper Zeblitz ist derjenige, der da seit langem dran arbeitet. Und das ist auch ein System, also es läuft. Ja, es ist ein großes System und läuft, aber da kann noch ganz viel getan werden. So. Na, dieses Richtung- und Falschthema. Wichtig. So, und dann, ja, dann bin ich eigentlich auch schon dabei zu sagen, das kommt gen über, und das kann man finden über die neue und auch sehr schick gewordene Website, ja, Daten, Dienste und Projekte anbietet. Und jetzt bin ich nämlich tatsächlich auf der Website. So. Und jetzt können wir so noch ein bisschen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja, schauen noch ein bisschen, was hat CompGen denn konkret zu bieten. Ja. Und man kann das angucken als aus so einer Konsumentenperspektive. Ja? So, also wo sind denn Daten, die mir einfach nützlich sind? Und die CompGen-Daten sind erstmal auch, die sind frei. Ja? Also man muss nicht mal Mitglied sein. Ja? Man kann die Datenbanken, ja, verschiedene Datenbanken, sich anschauen. Man kann im GenWiki, das kriegt jetzt gerade eine neue technische Grundlage. Eigentlich sollte es jetzt schon passiert sein, aber da ist noch ein, also das wird auch demnächst moderner aussehen, ja. Und es gibt andere, sozusagen Informationsquellen. Ja, natürlich Datenbanken, ja, sind der wichtigste als Ressource für die, die einfach was rauskriegen wollen, ja. Das ist der wichtigste Bereich und die wichtigste Suchmöglichkeit ist die Metasuche. Auch die Metasuche ist, hier sieht man, das ist dann neue, also das ist die alte Art, wie das optisch aussieht. Wie gesagt, das ist in der Modernisierung gerade, aber irgendwie die Funktionalität wird im Prinzip so sein. Aber es gibt also die Möglichkeit, verschiedene Datenbanken, die wir intern haben, aber auch die es in externen, bei anderen gibt, also hier zum Beispiel, da steht Pommerscher Greif, ja? Wir sind nicht der Pommersche Greif, ja, so, oder der Bayerische Landesverein für Familienkunde, ja,
So, die kann man also auswählen und dann durchsuchen. Wenn, also das, die jeweiligen Vereine, die ihre Daten von der Meta-Suche durchsuchen lassen, die entscheiden sozusagen schon selber, welche Daten sie dann liefern und welche nicht. Also das bedeutet nicht, wenn jemand da seine Daten zur Verfügung stellen will, ja, dass er dann seine kompletten Daten nutzt, sondern im Grunde wird eine Suchmöglichkeit gefunden, gemacht, ja. Und wenn dann zum Beispiel etwas, bestimmte Daten hinter einer Mitgliederschranke sind, ja, dann weiß die Person, die da gesucht hat, eben, ja, oh, da könnte ich was finden und dann muss ich aber gegebenenfalls irgendwie Mitglied werden. Also Metasuche, ich glaube, das ist einfach für den Alltag ein ganz wichtiges Instrument. Ja, das ist auch gerade, also wir schrauben auch daran herum und es soll noch besser werden. Ja. Und dann gibt es eben verschiedene Angebote an Datenbanken, die ich jetzt, ja, also ich könnte jetzt, also als ein Ortsfamilienbuchmensch zu sagen, könnte ich jetzt irgendwie stundenlang über Ortsfamilienbücher reden. Ja. Aber, also ich benenne die jetzt erstmal. Ja. Adressbücher, Adressbuchdaten, da ist CompScan auch wirklich stark, weil es schon seit vielen, vielen Jahren Digitalisierungs- und Indexierungsprojekte zu Adressbüchern gibt. Ja. Und diese Daten sind zum Teil eben in GetBusforAll und zum Teil irgendwie in anderen Systemen, aber jedenfalls ist das eine große Datenmenge. Ja. Familienanzeigen wird von Helga Skabel betreut, die das irgendwie hier auf der Genealogica ja auch vorstellt. Ja. Da haben wir, also das ist sozusagen nicht die Bilder, weil da auch personenbezogene Daten sozusagen, ja, jeweils von Lebenden drauf sein können, sondern es ist sozusagen nur die jeweils Gestorbenen können gesucht und gefunden werden. Dann GetBus. GetBus hatte ich, also die Benamensung ist ein bisschen doof, finde ich. Das eine heißt GetBus, das andere heißt GetBus for All. GetBus ist das alte System oder ist ein, ne, System, in dem man eben für die Selbstpublikation GetCom-Dateien hochladen kann. Ja? So. Wird von sehr vielen genutzt, explodiert auch von der Datenmenge her und die Autoren können jeweils entscheiden, ob das ganze Ding auch als GetCom-Datei wieder runtergeladen werden darf oder nicht. Na? Was haben wir noch? Grabsteine. Großes Projekt. Ja? Leute, es gibt die, ja, es gibt eine eigene Arbeitsgruppe, die Grabsteiner bei uns und die ziehen eben über Friedhöfe, soweit sie es dürfen, unter Beachtung der jeweiligen Friedhofssatzung, ja? Und fotografieren und dokumentieren da die Informationen von den Grabsteinen. Das ist auch wichtig, weil Grabsteine ja irgendwann abgeräumt werden. Ja? Dann eben die Online-Ortsfamilienbücher. Ja. Man kann auch sagen, auch das ist wie GetBus eine Art, eine Möglichkeit, selbst zu publizieren, aber, und es darf auch durchaus Dinge, es dürfen Dinge sein, die sozusagen im Aufbau sind. Man dient dazu, auch durchaus ein angefangenes Ortsfamilienbuch da hochzuladen und zu sagen, bitte helft mir, wenn ihr was findet, ja, dass man schon mal Hinweise auf Fehler oder Ergänzungsmöglichkeiten kriegt. Ja. Ist aber eben, das ist redaktionell sozusagen auch betreut. Also Herbert Juhling betreut dieses Projekt. Ja, das ist nicht so, dass da einfach jeder selber was hochlagert. Also man muss da mit Herbert sprechen. So. Geschichtliches Ortsverzeichnis. Ja. Das ist, also das ist nicht einfach nur ein Verzeichnis von Orten. Ja, sondern das benennt einerseits die Siedlungen, ja, und andererseits die Verwaltungsstrukturen. Ja, das ist was, ja, die gebauten Häuser, das ist was anderes als die Ortsgemeinde.
oder die Pfarrgemeinde, ja, und es dokumentiert die über die Gebietsreformen und über Namensveränderungen hinweg. Ja, rückwärts in die Geschichte, möglichst flächendeckend, also wirklich ziemlich, also eigentlich flächendeckend bis Anfang Kaiserreich, rückwärts gesehen. Und die Perspektive wäre, dass eben ja, zeitlich auch weiter rückwärts voranzutreiben, dass man irgendwann auch im Alten Reich kommt. Ja. Verlustlisten, ne? Verlustlisten sind, also dieses vor allem des Ersten Weltkrieges, ist eine riesige Datenmasse, die deutschen und die österreich-ungarischen, ja, die sind auch, also eben immer sozusagen erfasst auf dem Scan, sodass man einerseits abgetippte oder auch zum Teil mit OCR erkannte Namen finden kann und andererseits kann man auch nachgucken und genauer herausfinden. Also wir haben zum Beispiel das Publikationsdatum, also wir wissen, wann es bekannt gegeben ist, aber wann ist die Person verwundet worden oder der Soldat verwundet worden oder vermisst oder gefallen? Ja, wann ist das Ereignis gewesen? Ja, oder ist er überhaupt verwundet an der Stelle oder nachgewiesen oder vermisst, ne? Oder zurückgekommen? Ja, da muss man schon in den Scan auch gucken, sodass das, also der Informationsgehalt dann auch sozusagen in den Bilddateien liegt. So, mach mit. Also ne? Man kann eben bei diesen Datenerfassungs- oder Dateneintragssystemsprojekten mitmachen und dass da zum Beispiel Adressbücher, aber auch Kirchenbücher, ja, laufend neu erfasst werden oder auch wie, also ja, wer hat mit wem zusammen in der Vorlesung gesessen an der Uni oder so. Ja? Das beruht natürlich darauf, dass es eine Gemeinschaft gibt, die mitmacht. So. Es gibt fürs Kommunizieren, ja, also diese Datenbanken sind jeweils natürlich mit Diensten verbunden. Also ich weise noch gerne auf das Genwiki, das sich jetzt gerade aktuell im Umzugsprozess befindet, hin. Aber ich glaube, Genwiki ist allen bekannt als und was ein Wiki ist, also wie Wikipedia, ja, also jeder kann mitschreiben. Ja? So, man muss sich halt anmelden und kann die Artikel editieren und kann da eben Informationen festhalten, die andere später nutzen können. Ja? Das Gleiche gilt sozusagen ja auch für das Thema unserer Kommunikationsmedien. Also Diskurs ist unsere neue technische Grundlage für das, was im Bereich der offenen, also nicht projektbezogen und nicht Verein für einzelne Vereine, ja, was da an, im Grunde ist das Mailinglistenarchiv und man kann, und es ist gleichzeitig so eine Art Betriebssystem wie Mailman, also für die Mailinglisten, dass man, kann man so einstellen, dass man irgendwie, also das im Grunde als E-Mail weiterhin wie eine Mailingliste zugeschickt kriegt. Ja, aber es gibt auch eben die bisherigen Mailinglisten in der einzelnen Vereine. Wir machen also Dienstleistungen für die regionale Genealogie auch in Form anderer Vereine, die mit uns kooperieren. Es gibt auch noch ein Forum, ja. Und wir haben, worauf ich gerne hinweise, noch einen Blog, ja. Und wir haben auch Veranstaltungen, regelmäßige Treffen auf YouTube, auf Zoom-Treffen. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal. Also man, ne, wir haben hier, da ist der YouTube-Kanal, den wollte ich noch kurz aufmachen, so, ne? Los erklärt, kommt gerne bestimmt viel besser als ich. Ja, ist auch länger dabei. Okay. Ja, vielen Dank, Georg. Danke.